Okay, Tim. Willkommen zurück. Verlieren wir keine Zeit. Fahr raus und erober die Herzen der Fans. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Grid 2. Ich kann mir noch nicht die Rezension vom ersten Part anschauen, weil der eben noch nicht veröffentlicht wurde zum Aufnahmezeitpunkt. Aber ich habe einfach Bock auf das Game und deswegen werde ich das Let's Playen. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht zu laut bin. Rauschunterdrückung hat gut gepasst. Mein Balken sagt mir bloß was ganz anderes. Naja. Wird schon passen, hoffe ich. Wir machen weiter beim New Union Race Club. Das erste Rennen in Kalifornien haben wir ja gewonnen. Zwei weitere stehen noch aus und die beiden werden wir uns heute kümmern. Und vielleicht auch schon um die Transamerica Pacers. Werden wir mal sehen. Also starten wir rein in einem... Ach ja, Lackierung habe ich noch nicht geschafft, wie ihr seht hier. Ja. Kommt zum nächsten Part. Sagt er. Ja, egal. Starten wir rein. Beim New Reunion Race Club in Chicago. Marina City, ein 4-Runden-Rennen. Oh, wir haben ja in der letzten Folge unseren Silver bekommen. Den könnten wir jetzt gleich verwenden. Das machen wir gleich mal. Also ich hoffe, dass das Steuerung-Ding vom letzten Mal noch gespeichert wurde. Ansonsten wäre das ein bisschen blöd, aber das werden wir jetzt sehen. Die Straßen hier sind breit. Nutz alle Auslaufzonen, um den Speed hochzuhalten. Harrison Carter ist der Star hier. Zeig ihm, dass du der Herausforderung gewachsen bist. Es klingt so, als ob die Steuerung diesmal funktioniert. Wir starten rein mit unserer Sylvia. Gegen New Union gut ausgesehen. Mach so weiter, dann merken sie, dass du es ernst meinst. Ausrunden. Auf B6. Wo? Der hat eine sehr unstabile Hinterachse. Kann immer mal was schief gehen. Schauen wir mal, wie es hätte laufen können. Such dir in der Wiederholung den perfekten Zeitpunkt aus, ab dem du weiterfahren möchtest, und wähl die Rückblende. Okay, das lief nicht so gut. Erst Rückblende, glaube ich, in diesem Let's Play. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es im ersten Part war. Ja, da hätte ich reinstechen können schon, aber machen wir mal lieber nicht. So, aber jetzt sind wir durch. Oh. Sehr instabiles Auto, tatsächlich. Ja, wow. Lediglich 5 Sekunden trennen dich von Platz 1. Jo, 5 Sekunden auf Harrison Carter. Oh, shit. Da müssen wir Gas geben, wollte ich sagen, indem ich das Auto in die Wand setze. Verlieren wir da aber eher Zeit. Jaijai. Ja, da müssen wir auch nicht Gas geben. Was ist denn jetzt los? Ich krieg keine Kurve gerade. Da müssen wir ordentlich Gas geben, um Harris Carter noch zu bekommen. Ziel abgehakt. Oh. Schon den ersten Sponsorenziel abgeschlossen, im zweiten Rennen. Du hast gerade eine neue Bestzeit aufgestellt. Wir haben ordentlich Gas gegeben. 2 Runden tatsächlich aufgeholt, obwohl das so eine... Oh Gott. Das spulen wir mal zurück. Das endet sonst noch in der anderen Wand. Ja, 2 Sekunden haben wir aufgeholt in der Runde, obwohl die so schlecht war. Danke dafür. Also, wenn, dann wird das, was in der letzten Runde
Und da müssen wir uns ordentlich beeilen noch, damit wir da P1 bekommen könnten. Aktuell sieht das nicht so aus, mal gucken. 3 Sekunden. Eieiei. Fast gar nichts gut gemacht, diese Runde. Ja, jetzt sind es noch 2 Sekunden. Aber ich glaube, das wird nichts mit Platz 1 in diesem Rennen tatsächlich. Ne, das wird Platz 2. Du musst deinen 5 Sekunden Vorsprung weiter ausbauen. Schade. Der kann dir noch gefährlich werden. Nur Platz 2, aber ist trotzdem okay, würde ich sagen. 3 Sekunden hinter ihm. Du hast deine Zielvorgabe erfüllt. Sehr gut. Aber wir waren schneller. Aber ich bin sicher, das kannst du noch besser. Jo, das glaube ich auch. Dass wir schnellste an der Freundesliste sind, ist klar, wie kein anderer eine Zeit setzt. Beziehungsweise setzen kann. Mal schauen, wie viele Fans wir dazu bekommen. 7000, ja, 8000 sogar. 9100, schön. Nochmal um 3000 Fans. Wir müssen immer versuchen, zusätzliche Fans zu gewinnen. Behalt also deine Sponsorenziele im Auge. Das machen wir. So, und dann gehen wir ins letzte Rennen. Ins Miami-Rennen auf der Art Deco-Schleife. 3 Runden. Auch wieder mit der Silvia. Ich denke, die ist ganz gut für solch engeren Strecken. Weil sie mehr Gänge hat. Als unser Mustang. Und da kannst du einfach mehr spielen. Damit du nicht in der Leitplanke endest. Gut zu wissen. Okay, Junge. Achte heute vor allem auf diesen Fahrer. Wir starten von ganz hinten diesmal. Oh, das wird eng. Hat er uns nicht viel Platz gelassen. Ändert aber nichts, weil wir sind vorbei. Und jetzt wäre ich gerne auf der anderen Seite. Oh, ich bin aber trotzdem auf dem 4. Platz vorgefahren und Harrison Carter ist nur 2. Ich will jetzt den Move für den 1. Platz machen, den ich durch tatsächlich. Ja, wow. Okay, das war nicht gut, da waren wir zu optimistisch. Jetzt haben wir nochmal Zeit verloren eher. Die kriegen wir aber noch, denke ich. Noch 2 Runden. Jetzt ist Carter durch. Wir mischen uns wieder ein. So, nehmen diesmal die Seite. Und können so schneller durch die Kurve fahren. Und sind vorbei. Alle beide geholt in der Kurve. Ups. Oh, shit, das war nicht gut. Jetzt kommt der Carter wieder. Oh. Hat aber nichts mit Carter zu tun, wenn ich auf die Karte gucke. Der klebt uns nämlich am Arsch. Er gibt dir Vollgas. Das war die schnellste Runde dieses Rennens. Naja, immerhin ein was. Oh, der war schön. Oh, diesmal fährt Carter auch hier lang. Also können wir auch keine Zeit gut machen diesmal.
Driften lässt sich in diesem Spiel tatsächlich sehr einfach. Ich gehe voll in die Eisen, lenke ein und wenn ich im richtigen Backengang bin, habe ich direkt einen Drift. Und da ich in Driften sowieso nicht so gut bin, kommt mir das Spiel da wirklich sehr gut entgegen. Und wir haben gewonnen. Schöner Run. Und damit haben wir auch die New Union geschlagen. Ist nicht einfach. Klasse Rennen. Oh, war auch einiges schneller gewesen am Ende. Also auf der schnellsten Rennrunde. Naja. Endplatzierung erste. Ziele erfüllt 1. Benz, jetzt ist schon 10.000 haben wir auf jeden Fall geknackt. 11.000, 12.000 sogar. 12.150, nochmal 3.000 obendrauf. Okay, du hast dich gegen New Union behauptet und bist jetzt bereit für eine neue Herausforderung. Du bist eingeladen, gegen die Duellprofis von den Transamerica Pacers anzutreten. Ich will sie in der WSR haben. Beeindruck sie also. Ja, wir könnten jetzt gegen die Transamerica Pacers fahren, aber ich sehe... Wir haben eine Fahrzeug-Challenge. Du hast mit deinen Leistungen einen Hersteller auf dich aufmerksam gemacht, der dir ein neues Auto leihen möchte. Wenn du die vorgegebene Zeit unterbieten und zeigen kannst, dass du gut mit dem Auto zurechtkommst, kannst du es behalten. Das klingt nicht schlecht, oder? Jo, und das machen wir mal. Mit Fahrzeug-Challenges kannst du zusätzliche Autos für deine Garage gewinnen, die du dann bei anderen Events nutzen kannst. Du musst nur die vorgegebene Zeit unterbieten, dann gehört das Auto dir. Jo, das machen wir. Unter Biete 107 mit dem Fair Lady Z. Das Auto gibt's zu gewinnen sozusagen. In Miami musst du die Kurvenausgänge gut erwischen. Wenn du schlecht aus den Kurven kommst, rächt sich das auf den Geraden. Dieselbe Strecke wie gerade eben. Also haben wir jetzt schon Erfahrungen. Und ich gehe tatsächlich. Ich bin tatsächlich auf die entferntere Kamera jetzt gegangen, weil in der ich sonst war, sieht man nicht wirklich viel. Wow. Scheiße. Ich blenke in der Bande ein und die Zuschauer rufen mir zu. Also, da klang zumindest so. Ich habe es zumindest so aufgefasst. Ich weiß ja nicht, was das dann für Fans sind, wenn die der Lieblings- oder was ist Lieblings war der Fahrer direkt vor denen eindenkt in der Leitplanke. Wow. Jo. Das war doch eine ganz angenehme Runde, eine Zeit von 1 Minute 1. Damit haben wir die Fair Lady Z gewonnen. Erwarten, einen Blick unter die Haube zu werfen. Jetzt 1-7. War jetzt nicht die beste Runde, ich weiß, aber ich bin damit zufrieden. Und wir haben das Auto gewonnen. Und bist jetzt bereit für eine neue Herausforderung. Du bist eingeladen, gegen die Duellprofis von den Transamerica Pacers anzutreten. Ich will sie in der WSR haben. Beeindruck sie also. Du bist wieder nur zu einem Event der Transamerica Pacers eingeladen worden. Wenn du ihnen beweisen kannst, dass du mit ihnen mithalten kannst, laden sie dich sicher erneut ein. So, das sind also die Duellmeister. Die beiden können wir noch nicht fahren. Das erste Rennen wäre ein Duell in Chicago, in Marina City. Allerdings würde ich vorschlagen, das machen wir das nächste Mal. Und dann auch mit einer Lackierung. Na, ja, hier, bei denen, da mache ich eine Lackierung mit Sponsoren und allem Möglichen wird angepasst. Und dann hoffe ich, hat euch der zweite Part von Grid 2 gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Oh.
No.